Unsere Meere und Ozeane sind zur größten Müllkippe der Welt geworden. Verpackungsmüll oder Einwegplastik, mehrere Tonnen davon landen täglich in den Meeren. Unsere Erde wird zugemüllt. Sie braucht unsere Hilfe. Wir sind in Dresden im Bundesland Sachsen. Hier gibt es einen Unverpacktladen. Unverpacktläden gibt es in vielen Städten in Deutschland. Die Läden heißen so, weil man hier Produkte kaufen kann, die nicht eingepackt sind. Und trotzdem kann man in ihnen so ziemlich alles kaufen, was man auch in den großen Supermärkten findet. Die Geschichte vom Trinkhalm, den man essen kann, begann mit einer Reise ans Meer. Auf einen Quadratmeter findet man 2 bis 5 Trinkhalme im Schnitt ungefähr. So war es zumindest bei uns und genau, das wollten wir halt vermeiden. Philipp entwickelte gemeinsam mit Kollegen den Trinkhalm, den man essen kann. Das heißt, nach dem Gebrauch verschwindet der Trinkhalm nicht im Müll oder im Meer, sondern im Bauch. Die Trinkhalme werden aus Äpfeln oder besser Apfelresten gemacht. Was genau ist eigentlich Abfall? Wir schmeißen Dinge weg, weil wir sie nicht mehr brauchen. Diese Dinge nennen wir dann Abfall. Man kann auch Müll dazu sagen. In unserem Land, in Deutschland, entsteht jedes Jahr eine enorme Menge davon. So viel, dass man es sich kaum vorstellen kann. Würden wir auf einem Fußballfeld alles sammeln, was die Menschen in Deutschland innerhalb eines Jahres zu Hause wegschmeißen, dann würde ein fast 6000 Meter hoher Berg entstehen. Der Müllberg wäre höher als der höchste Berg Deutschlands. Das ist die Zugspitze im Alpengebirge.